Peter. Peter. Hallöchen, Freunde der Sonne. Hier ist Peter Pistole mit dem nächsten Teil des Let's Plays von Pixark. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ja, Vorbereitung ist das halbe Leben und ich habe die Höhle ein wenig ausgebaut, wie man sehen kann. Schon schick beleuchtet. Ich kriege immer mehr raus, wie ich auch meine Recording-Software bedienen muss und hoffe, dass das Video jetzt in noch besserer Qualität dann daherkommt. Mal gucken. Mal gucken, wie es so wird. Auch den Sound habe ich jetzt vom Spiel noch ein bisschen angepasst, damit man einfach ein bisschen mehr von den Geräuschen des Spiels mitkriegt. Ich hoffe, das passt euch so. Wenn ja oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, mir ein Abo dalassen oder auch ein Like für das Video. Das würde mich sehr freuen. Ich habe mal einen Schlafsack hier in die Ecke gepackt, in der Hoffnung, dass ich vielleicht das vielleicht doch funktioniert. Das ist eine Sache, die wir vielleicht ausprobieren müssen heute. Ich habe einen zweiten Terra getankt. Mir ist nämlich zufällig dieser Level 46 war es, ein Level habe ich ihm schon gegeben, über den Weg gelaufen und dann dachte ich, das ist die Gelegenheit für einen besseren. Also habe ich ihn mir geschnappt. Ja, wie ihr seht, habe ich die Höhle ausgebaut. Ich habe die Wände und die Decken habe ich einfach mal in Steinform gelassen und nur den Boden hier gemacht und eine kleine Treppe eingebaut, damit das alles hier so ein bisschen besser flutscht. Die Kupferquelle ist versiegt, leider, leider. Ja, deswegen hatte ich nur genug Kupfer, um mir ein Kupferoberteil als Rüstung zu machen. Und den Kerzenhelm habe ich mir gebaut, wie ihr sehen könnt, damit ich hier unten in meiner dunklen Höhle auch besser sehe. Aber es ist Zeit, den abzunehmen, weil ich habe vor, ein bisschen auf Abenteuer zu gehen. Auf Abenteuerjagd. Moment. Ah, da ist mein richtiger Helm. Da. Na, ich glaube, wir könnten uns wenigstens ein zweites Rüstungsteilchen bauen. Das müsste funktionieren. Ein bisschen Kupfer habe ich noch. Oh, ich könnte sogar noch ein bisschen schmelzen. Komm, dann machen wir das doch gleich. Das schicken wir mal auf den Weg. Ach, dass man da... Naja. Es ist jetzt auch nicht so schwer, Holz zu besorgen. Packen wir alles rein. Was soll's. Ja, man kann nicht einzelne Stücken Holz da reinpacken. Bisschen komisch. So, das gehen wir mal an. Ich habe ein paar Kisten gebaut, damit wir unsere Sachen wenigstens verstauen können. Ich dachte, ich mache sie vielleicht hier hin, weil sie ja nur so vorübergehend sind. Ich würde gern größere Kisten bauen, aber das geht, glaube ich, erst ab Level 30. Falsch rum. Naja, egal. Level 30 ist so die nächste Marke. Kann ich noch eine machen? Nein. Okay. Ich will einfach so ein paar wertvolle Sachen will ich einfach da lassen. Also nicht, dass wir hier unterwegs sind und plötzlich alles hops geht, wie zum Beispiel der Helm. Wenn wir den brauchen. Ich weiß nicht, unterwegs so eine Feuerfliege tame wäre vielleicht nochmal ganz cool. Die habe ich leider verloren. Ja, ich bin draufgegangen. Ich weiß. Die Sachen, die können wir sowieso mal abwerfen. Die braucht kein Mensch. Und ja. Das Baumaterial und so, das sollten wir vor der großen Fahrt auch mal lieber loswerden. Also das hat ja eine Weile gedauert, das zu craften. Cool, wenigstens funktioniert der Transfer so einigermaßen. Ich weiß noch nicht, ob ich so glücklich bin, dass die Höhlengeräusche hier schon am Start sind, wo ich jetzt gerade mit der Höhle bin. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut hören könnt. Aber, ja, ich weiß nicht so richtig, ob das so geil ist. Ich weiß es nicht. Irgendwie glaube ich noch nicht so richtig. Nee. Mal gucken. Vielleicht gewöhnt man sich ja auch dran. Vielleicht finde ich aber auch irgendwo eine Stelle, wo die Mucke cool ist, aber die Geräusche nicht so. So, damit ist die Kiste schon mal voll. Aber wir haben die wichtigsten Sachen gerettet.
Jetzt können wir das Feuer ausmachen. Ach, guck mal, was ist das denn? Ah, Kohle, verbranntes Holz. So, das Kupfer, das nehmen wir. Kohle können wir mal drin lassen. Scheiß drauf. So, das Oberteil habe ich. Ich glaube, die Hose. Kupferhose. Nicht schlecht. Gucken. Kann ich mir nicht machen. Holz. Wirklich. Okay, wie viel brauche ich denn insgesamt? Ich brauche 4, 6, 8, 10. Na, Hallöchen, hallo. Dann nehme ich mir doch das restliche Holz, was ich hier reingepackt habe, mal flugs wieder raus. Hallo? Na, jetzt habe ich die Kohle am Start. Was soll's? Holz. Cool, okay. Das ist ja immer noch ein bisschen verbuggt. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Ich meine, man kann es immerhin bedienen. Das ist schon mal cool. Komfortabel ist anders. Schnell spielen ist auch anders. Da würde ich mir eine Maus und eine Tastatur wünschen. Das war damals schon bei der Preview von Ark so. Das hatte sich dann im Laufe der Zeit, hat sich die Bedienung des Menüs etwas verbessert, aber es ist natürlich kein Vergleich zu Drag and Drop mit der Maus, das ist logisch. Aber da müssen wir durch. Solange wir nicht PvP spielen mit irgendwelchen Leuten, die am PC spielen, ist das, glaube ich, okay. So, cool, komplettes Set. Kupferrüstung on the go. Und wenn wir uns auf den Weg ins Abenteuerland machen, dann ist es, glaube ich, angemessen, wenn wir gut gerüstet sind. So. Was ich noch nicht probiert habe, ist die Terras hier aus der Höhle zu kriegen, ohne dass ich sie in den Pix-Block verwandle. Cool, okay. Der Sattel ist in Ersti. Den müssen wir mitnehmen. So. Ich könnte noch was von dem Flint abwerfen, was kein Mensch braucht. Alles Quark. So, einiges davon will ich behalten. Ich mir ja noch Pfeile machen muss. Und da ist es wieder das Donnergrollen. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Oh je. Ach cool. Das hat wenigstens funktioniert. Oh, was ist das denn? Oh, Baumsamen. Cool. Das ist cool. Ja, die kann ich gebrauchen. Huch. Sortierfunktion aus Versehen. Da weiß ich auch noch nicht so. Die habe ich bekommen wegen den Tasks, die ich da erfüllt habe. Aber was die nun genau bringen, keine Ahnung. So, was ist das alles? Oh. Gunpowder. Okay. Gut, das heben wir mal alles auf. Squeeze ist ein bisschen nervig, weil es dauert jetzt hier so lange, weil ich hier im Menü rumschwirre. Aber das zeigt euch dann auch gleich mal, wie sich das so mit dem Spiel verhält. Aber gerade eben konnte ich doch ganze Stacks bewegen. Warum geht es jetzt nicht mehr? Ich lange drücke. So. Irgendwas. So, so. Da ging es dann wieder. Sehr seltsam. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Es gibt keine Regel bei diesem Spiel. So, das Bambus. Können wir ja auch noch aufheben. Und dann ist auch mal gut. Die wichtigen Sachen sind verstaut. So, der Sattel. Wo ist der Sattel? Da ist er doch. Zack. So, hoffentlich funktioniert's.
erstmal die Tür aufmachen. Pistole, erst die Tür. Oh oh. Also landen nur hier, sonst funktioniert gar nichts. So viel wissen wir schon mal. Ich sollte hier auch noch Stufen einbauen, damit ich nicht immer so hüpfen muss. Ah, niemals komme ich durch diese Tür. Nie und nimmer nicht. Ich habe schon das große Dino-Tor, habe ich schon gelernt. Ja, okay. Also in naher Zukunft werden wir das wohl dann auch machen müssen. What? Nö. Dass wir das hier auch vergrößern. Und dass wir das irgendwie zugänglich machen, damit ich die Dinos verstauen kann. Oder ich habe auch gesehen, es gibt einen Schrank sozusagen, in dem man Pixblocks verstauen kann. Das wäre natürlich super cool. Dann wären wir in der Lage, unsere Dinos in diesem Ding zu verstauen. Und brauchen gar nicht so eine große, vor allen Dingen unterirdische Fläche, um halt irgendwie alle Dinos zu parken. Das wär auch mal ein Fortschritt. Oh, ist der Pixblock? Hotbar. Cool. Ach ja, ich wollte mal nachgucken, wie lange das dauert, den jetzt wieder zum Pixblock machen zu können. Da müsste es einen Cooldown geben. Gibt's nicht. Der Cooldown ist verbuggt. In der PC-Version gibt es einen Cooldown. Das ist doch mal erfreulich. Mal wenigstens ein Bug, der cool ist. Jedenfalls für die Leute, die auf der Xbox spielen. Yeah. Freut euch, Leute. Frohlocket und jauchzet. Mein Vorhaben dieser Episode: ein Berry-Getter holen. So, ich soll eine Treasure Box finden. Okay, dafür muss ich in eine Ruine. Bei uns in der Gegend gibt es keine Ruinen. Ich habe keine gesehen. Level 30 bin ich noch nicht. Das heißt, ein Parasaurus wäre angesagt. So, wo können wir den vielleicht finden? Vielleicht jenseits der Bambusfelder Richtung Grün. Oh, oh, oh. Böse Vögel. Böse, böse Vögel. Ich muss immer ein Auge auf Stamina haben. Und nach einem guten Landeplatz Ausschau halten. Boah, das ist aber groß hier. Diese ganze Gegend ist voll riesig. Hier mit den roten Bäumen. Riesig, riesig. Oh, was ist das? Ha. Böse Monster. Ich habe Angst. Weil ich ja immer noch nicht weiß, ob der Schlafsack funktioniert oder nicht. Stamina. Stamina ist wichtig. Ah, nur ein Prokoptodon. Ist das die Stelle, wo ich in der letzten Folge schon versucht habe, das Eisen abzuklopfen? Ah, Eisen. Yes. Davon nehme ich was mit. Unbedingt. Also wenn es hier so vor der Tür liegt. Und ich meine, die Kupfersachen habe ich ja alle. Ich habe die komplette Rüstung, ich habe die Werkzeuge, die Waffen. Cool. Sehr cool. Ich muss nur zusehen, dass ich nicht zu viel Gewicht habe. Wow. Ich dachte, das Spiel stürzt ab. Jemand hat nämlich in einen Kommentar geschrieben, dass sein Spiel alle 5 Minuten abstürzt. Ja, ich hoffe, mir passiert es nicht. Bis jetzt ist mein Spiel tatsächlich noch gar nicht abgestürzt. Also so gar nicht, gar nicht. Und, ich habe mir überhaupt nicht gemerkt. Ach ja, direkt am blauen Turm. Ich habe mir doch gemerkt, wo wir hin müssen. Ich habe ja praktischerweise die Base direkt am blauen Turm gebaut. Also werde ich es auch immer wieder finden. Ich kenne mich halt einfach überhaupt noch nicht aus mit diesem Spiel. Wo, was ist schon mal gar nicht. Da wird mir dann auch niemand helfen können, weil ja die Maps, wenn ich das richtig verstanden habe, bei jedem anders sind. Aber ich habe auch noch überhaupt gar keine Ahnung, was es so für Gegenden gibt, was einem Gefährliches begegnen kann. Ich meine, ich habe, so habe ich ja schon gesagt, so ein paar Let's Plays gesehen, aber auch nicht so intensiv. Also eigentlich auch nur am Anfang so, wie das Spiel überhaupt zu bewältigen ist. Da habe ich schon was gesehen.
Oh Gott, das ist bestimmt alles total aggressiv und frisst mich auf. Ich hab Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Gucken. Stamina aufladen. Böse, böse, durchsichtige Wölfe. Ein Werwolf. Einfach aufgetaucht. Aus dem Nichts. Alter. Okay. Eisgegend. Das ist bestimmt auch nicht so easy. Dass die Welt sich da auch immer nur so stückchenweise aufbaut, ist jetzt natürlich auch nicht gerade förderlich, weil ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin können, müssen, dürfen. Oha, siehst du? Vor einem taucht auf einmal. Ah, die Welt ist zu Ende. Alles klar. Hier ist doch bestimmt sicher. Hier irgendwo muss ich doch landen. Yeah, the best place überhaupt. Es sei denn, spawnt direkt neben mir wieder ein Werwolf. Werwölfe, weiß ich, sind der Horror. Ja, ihr könnt die Welt mit mir ein bisschen erkunden. Hat doch auch was Schönes. Die Eisregion. Oh, ich freue mich schon drauf. Also ich habe auch schon gesehen, dass man kann dann Fellklamotten bauen, aber glaube ich auch erst ab Level 30. Dann ist man natürlich hier in der Eisregion super unterwegs. Und in der Eisregion bauen ist bestimmt auch cool. Wenn man, wir haben ja in einer Folge, hat man ja dieses Eisschloss schon mal kurz gesehen. Ich habe es ja mal kurz gezeigt. Und wenn man aus diesen Bauteilen selber was bauen kann, boah, das wäre ja cool. Da hätte ich richtig Bock drauf. Okay, kurz Stamina auffüllen. Da schwirrt doch ein Skelett rum oder ein Zombie oder so. Guck mal. Ja, läuft. Ah, jetzt nicht mehr läuft. Stamina ist voll. Weiter geht's. Leider wird es dunkel. Das ist nicht so richtig geil. Vor allen Dingen nicht für die Orientierung. Okay. Wasser. Immer noch keine grünen Lande gesehen. Wo wir vielleicht mal ein Para finden. Was ist das denn? Ist das gefährlich oder leuchtet es nur komisch? Boah, das Licht. Cool. Ach, so ein bisschen Angst habe ich aber eben trotzdem. Ich will auf keinen Fall den Terra verlieren. Um nichts in der Welt. Vor allen Dingen, ich komme da nie wieder nach Hause. Die Base wäre futsch. Ich kann ja nicht wieder da spawnen. Scheiß auf die Sachen. Aber, na gut, ich habe noch einen zweiten Terra. Ich könnte versuchen, wieder an dieselbe Stelle zu kommen. Ich meine, ich könnte einen Terra tamen und wieder zurückfliegen, so rum. Naja, ich kann auch an einem random Punkt der Karte wieder zurückspawnen, geht natürlich auch. Was rede ich eigentlich? Aber der Terra wäre trotzdem traurig. Oh, hier. Guck mal, was hier so rumläuft. Giganto. Eiswolf. Was fliegt da rum? Oh, ein Quetz. Ich werde. Nein, nein, nein. Stamina, Stamina, Stamina. Das war knapp, Leute. Das war knapp. Guckt euch den Quetz an. Cool. Das ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass es Quetz. Naja, war. Na, was rede ich denn da? Natürlich gibt es die hier. Okay, dann fliege ich Richtung Roten Turm. Beim nächsten Stamina-Stopp kann ich ja auch mal auf die Karte gucken, um zu sehen, wo ich jetzt hier überhaupt so lang fliege. Bis jetzt hat mich noch nichts angefallen und noch nichts angeschossen. Es leuchtet grün. Oh Gott, aber ich habe Angst. Viel Eis, viel, viel Eiszeug. Da, Schloss. Oh, ist das cool. Ey, ist das das Schloss, wo wir waren? Nee, oder?
Nee, nee. Also ist es. Es ist genauso gebaut, aber es ist natürlich nicht das, wo wir waren. Geht ja gar nicht. Aber in der Nähe. Nee, nee, die Map ist komplett anders. Ich rede wirres Zeug. Ah, es ist so spannend, so viel Neues. Aber wirklich viel Eis überall. Also, die Fellklamotten, die wären ja Pflicht, hey. Was ist denn das für eine Riesenhöhle? Cool. Okay, der nächste Stamina-Stopp. Nicht in der Magierregion. Auf keinen Fall. Hallo, ich sagte nicht in der Magierregion. Karte gucken. Ich sehe nur lauter Punkte. Was heißt es? Auf der Karte steht nichts und man sieht nur die Punkte. Ich sehe auch nicht, wo ich schon überall war und wo nicht. Ich sehe nur, dass wir da unten sind. Und da oben, oben in der Mitte ist unsere Spawn-Region. Aber was? Hä? Oh, die Karte ist verbuggt. Super. Und ich habe die Quest erfüllt. Seht ihr das? Die ist grün. Dabei habe ich überhaupt gar keine Kiste eingesammelt. Interessant Spiel. Sehr interessant. Boah, was geht denn da? Alter. Das sieht ja cool aus. Und ich glaube, ich mache mal lieber einen Bogen drum. Hoffentlich reicht mein Stamina, um den Bogen zu fliegen. Riesen-Magie-Gegend hier. Riesig. Und der rote Turm ist noch so weit weg. Okay, die Gegend hört auf. Und wieder Eisregion. Und so richtig viel kann ich ja immer gar nicht sehen, weil es so lange braucht, bis es lädt. Ich fliege zu schnell, ich bin zu schnell. Vielleicht gab es schon längst irgendwie die grüne Region, wo 10.000 Paras rumlaufen, die ich alle hätte tamen können. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Und in der Mitte der Karte war ich natürlich noch überhaupt nicht. Ja, einmal außenrum geflogen. Okay. Stamina wäre eh angesagt. Ich höre böse Geräusche. Stamina voll. Auf geht's. Gut, eigentlich hatte ich vor, das relativ schnell zu finden. Ich würde sagen, oh. Ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und wenn ich ein Para finde und oder irgendwas Schlimmes passiert, dann sehen wir uns gleich wieder. Hallöchen, Freunde, da bin ich wieder. Und ich bin kurz davor, einen Para zu tamen. Yay! Ja, cool. Oh. Level 72 Terra. Oh, wie krass. Aber nee, nein, den lasse ich aus. Da kommt schon noch eine Gelegenheit. Ja, ich habe endlich eine Gegend gefunden, wo es grünes Gras gibt. Wo die Welt noch in Ordnung ist. Den kleinen Freund hier. Ups. Den packen wir uns mal ins Inventar. Jehehe. Diese kleine Quest hier habe ich noch gemacht. Ich sollte einfach ein Bett craften. Da war also nichts leichter als das. Das habe ich getan. Und habe gefunden. Ein Magic Sleepy Arrow. Cool. Apprentice Bow. Yeah, Baby. Okay. War ganz klar. Das wird der Bogen, den wir benutzen. Was war noch drin? Eine Kerze. Ja, gut, nicht so wichtig. Und wieder diese Zertifikate, von denen ich einfach nicht weiß, was sie sollen. Das Bett. Das nehmen wir mal mit. Was soll's. Ja, und dann habe ich gesehen, dass hier so eine Ruine ist, in der wir vielleicht einen Relic finden. Und dann dachte ich,
Ich zeige euch, dass ich den Para gefunden habe und fliegt da mal eben hin. Und wir gehen rein. Halten mal einen Zeh ins feuchte Wasser. Wow, Kojote. Na komm, mein Para wird es doch wohl schaffen, oder? Kann er nicht angreifen auf dem Boden? Oh nee, kann er nicht. Oh, aber in der Luft kann er. Sehr cool. Sein Level? Yeah. Stamina würde ich sagen. Health ist, wäre zwar auch ganz wichtig, aber Stamina ist momentan einfach echt noch das, was wir am dringendsten brauchen. Die Gelegenheit ist da, endlich mal ein bisschen Abenteuer mit euch zu erleben. Ah, da sind die Relic-Wölfe. Die sind so ein bisschen krasser als die Kojoten draußen. Aber ich glaube, mit unserem Kupferzeug müssten wir gut klarkommen. Inzwischen haben wir ja echt auch ganz gut Rüstung. Ja. Und ich habe kein Fleisch mitgenommen. Fick die Henne. Okay, ja. Nicht der beste Abenteurer. Da ist schon mal eine Kiste. Ja. Brauche ich nicht mehr. Aber das war das, was ich in der einen Folge schon erwähnt hatte. Man findet dann diese Sachen halt. Also, als der Bug noch am Start war, Quest hat sich nicht erfüllt. Ah, ich traue mich nicht. Noch einen. Nein, ich will das Glück nicht herausfordern. Ich ziehe ab. Als der Bug noch nicht removed war, konnte man halt in dem, wenn man die gekillt hat, das Glück haben, halt einfach Zeug zu finden. Und dann hatte man die Kupfersachen auch. Aber das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Auch eine schöne Gegend hier. Weil hier sind so viele von den Hütten, man kann immer looten. Hat was, hat was, hat was. Sieht aus, als hätte hier ja schon jemand mal was gebuddelt. Nein. Okay. Keine neue Task für mich. Das wollte ich nur kurz mal testen. Und dann heißt es Richtung Blauen Turm zurück. Auf direktem Kurs, würde ich meinen. Ja, das war's. Für diese Folge. Ich habe ein Para getamed. Sattel ausrüsten und so zeige ich euch beim nächsten Mal, was der so kann. Aber wir konnten ein bisschen zusammen die Map erkunden. Ich hatte ein ich hab so viel Furcht, ich weiß. Ich habe mich fast getraut, ein kleines Abenteuer. Ich traue mich überhaupt nicht hier mal zwischendurch mir was anzugucken, weil ich einfach den Terra nicht verlieren will. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg, coolere Sachen zu tamen. Der Berry Getter war ja vor allen Dingen dafür da, dass wir Narkobären oder mehr Narkobären haben, damit wir uns Pfeile machen können. Und wenn wir Pfeile machen können, können wir auch coolere Tames machen. Und jetzt haben wir sogar noch einen geileren Bogen gefunden. Das heißt, in der nächsten Folge geht es hoffentlich darum, dass wir uns ein bisschen was tamen. Auch was vielleicht mal so ein bisschen Angriffsstärke hat. Und ja, und ab da sehen wir einfach mal weiter. Ich sage Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal.